Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin zwar etwas spät dran, aber dennoch möchte ich euch auch gerne meine Jahresfavoriten zeigen. Das, was mich das ganze Jahr über begleitet hat, was mir Freude bereitet hat und was ich für mich neu entdeckt habe. Und das möchte ich euch gerne in diesem Video zeigen. Also legen wir los, wir haben viel vor uns. Ich habe ja in einem meiner letzten Videos gesagt, dass ich mit meiner momentanen Frisur absolut nicht mehr zufrieden bin, und wenn euch das gefällt, dann würde ich euch gerne bei jedem Video versuchen, eine andere Art an Frisur bei meinen Haaren zu zeigen, und da möchte ich heute damit beginnen. Ich habe einfach heute mal meine Haare, den oberen Teil, weggesteckt. Natürlich ersetzt es nicht die Haarfarbe, die mir schon mittlerweile sehr stark fehlt und mein Nachwuchs wirklich schon sehr stark zu sehen ist. Aber dennoch ist es mal etwas anders, weil der Schnitt natürlich auch nicht mehr vorhanden ist. Und deswegen habe ich sie mir einfach heute mal ganz flott nach hinten gesteckt, ohne viel Aufwand. Hinten nur darauf geachtet, dass es nicht ein allzu sehr großes Kuddelmuddel ist. Und ja, das soll die erste Frisur sein, mit der ich mich auch aus dem Haus trauen würde, wenn es die nächsten 1, 2, 3 Wochen noch so bleibt. Ja, und jetzt kommen wir gleich zu meinen Jahresfavoriten. Alle meine Jahresfavoriten, also einen Teil davon, trage ich auch heute, damit man auch gleich sehen kann, wie sie aussehen. Und natürlich sind es weit mehr. Ich habe mir wirklich große Gedanken darüber gemacht, habe meine ganzen Monatsfavoriten noch Revue passieren lassen, was mich da wirklich auch dann noch längerfristig überzeugt hat, und habe jetzt sozusagen nur die Creme de la Creme herausgesucht, die mich das Jahr begeistert hat. Sowohl aus komplett neuen Produkten, die ich wirklich dieses Jahr, also im letzten Jahr 2020 neu entdeckt habe, aber auch Oldtime-Favorites, die ich dieses ganze Jahr über auch benutzt habe und auf die ich auch nicht verzichten möchte und die eigentlich auch dadurch einen Platz in den Jahresfavoriten verdient haben. Ich möchte mal beginnen mit alles, was nicht dekorative Kosmetik betrifft, also alles, was sonst den Körper betrifft, Lifestyle betrifft. Und dann werden wir zur dekorativen Kosmetik kommen. Also wir beginnen einfach mal mit den anderen Pflegeprodukten. Da möchte ich gerne als erstes mal mit einem Produkt anfangen, was ich eher so, würde ich sagen, September, Oktober für mich entdeckt habe. Und zwar die Rede ist von diesen Balea Feuchtigkeitsampullen. Die überzeugen mich immer noch sehr. Ich konnte zwar die letzten, sag ich mal, 1,5 Monate sie nicht benutzen, denn ich habe ja diesen Pigmentflecken-Creme-Test gemacht und dadurch habe ich auf sämtliche andere Cremen, Seren, was auch immer verzichtet. Aber davor habe ich die regelmäßig benutzt. Da habe ich auch schon erwähnt bei einem Monatsfavoriten-Video von mir, dass es teilweise meine Feuchtigkeitspflege ersetzt, und die finde ich nach wie vor richtig toll und sollte deswegen auf jeden Fall in meinen Jahresfavoriten vorkommen. Ich habe auch, wenn ihr das Adventkalender-Challenge-Video verfolgt habt, von meiner Schwester verschiedene andere Ampullen zum Testen bekommen. Die werde ich dann in diesem Jahr auch genau unter die Lupe nehmen. Aber die haben mir 2020 richtig gut gefallen und können auf jeden Fall in die Jahresfavoriten. Ein weiteres tolles Produkt, was ich auch erst 2020 für mich entdeckt habe, ist ein Deo. Und zwar dieses Balea Deo. Das ist die Variante Pink Blossom. Das ist mittlerweile meine dritte Flasche und das spricht bei mir sehr für ein Deo, wenn ich es mir ständig nachkaufe. Auch das ist jetzt schon fast leer und wird definitiv wieder nachgekauft, und deswegen ist das für mich ein absolutes Highlight aus dem Jahr 2020. Ein richtig tolles Deo und kann ich euch echt empfehlen. Weiters ein absoluter Favorit das ganze Jahr durchgehend eigentlich, kann ich euch nur leider nicht zeigen, weil ich es schon wieder aufgebraucht habe, sind meine zwei heißgeliebten Trockenshampoos. Die darf ich natürlich auch nicht auslassen. Ich blende euch gerne ein Foto ein. Das ist einmal das Rose Gold von Batiste und einmal die Farbe, dieses grünliche, dieses Lachs. Beide liebe ich heiß, beide kaufe ich immer wieder nach. Wie gesagt, momentan habe ich leider kein Backup zu Hause, sonst würde ich euch es gleich so zeigen. Aber zwei Trockenshampoo, die ich bei jedem DM-Haul kaufe, wenn ich sie bekomme, und eine absolute Liebe.
Ich nutze das nicht, um fettige Haare aufzubessern, sondern einfach, um ein bisschen Volumen in meine glatten, dünnen Haare zu bekommen. Und ich mag den Duft von den beiden richtig gerne. Und zusätzlich geben sie mir noch ein bisschen Griffigkeit, was für mich wichtig ist. Und somit brauche ich diese Trockenshampoos einfach, um meine Haare ein bisschen Volumen zu zaubern. Und da kann ich euch die beiden wirklich sehr ans Herz legen. Auch so ein Produkt, was ich leider nicht mehr zu Hause habe, ist dieses Micellenwasser. Und zwar, das ist von Caudalie, das Micellenwasser. Da hatte ich so eine kleine Probegröße, die ich innerhalb von 2-3 Wochen aufgebraucht habe, wo ich auch richtig traurig war, dass es leer war. Und ich möchte 2021 gerne schauen, ob ich mich mit der Marke ein bisschen mehr beschäftige. Mich interessieren die Produkte eigentlich sehr und ich habe gesehen, dass da gibt es verschiedene Serien und andere Pflegeprodukte und ich würde mich da gerne im neuen Jahr ein bisschen mit der Marke auseinandersetzen. Und dieses Gesichtswasser hat mich dazu inspiriert und ich hoffe, dass ich euch da im neuen Jahr ein paar andere Produkte zeigen kann, die mich genauso umgehauen haben wie dieses Micellenwasser. Ich fand es richtig toll. Und ja, wir reden von nur einem Micellenwasser, aber das hat mir einfach richtig gut gefallen, dass ich mir die Marke jetzt im neuen Jahr ein bisschen lieber und näher anschauen möchte. Dann habe ich noch ein Produkt für den Körper, was mich dieses Jahr auch richtig begeistert hat. Und zwar habe ich mir im Sommer diese Bodycreme bzw. Bodyjoghurt von The Body Shop geholt. Das ist die Variante Mango und ich muss wirklich sagen, da habe ich auch schon ein bisschen was verbraucht und ich bin eigentlich sehr cremevoll. Und dieser Geruch von Mango hat mich seit Sommer so begeistert, dass ich gerne bei Pflegeprodukten jetzt auch mal zur Variante Mango greife, weil ich finde, dass es richtig toll riecht. Und wenn ihr den Duft von Mango auch richtig gut findet, dann solltet ihr unbedingt dieses Bodyjoghurt euch anschauen. Ich schwärme von diesem Duft, finde den richtig gut. Noch dazu diese Bodyjoghurts von The Body Shop finde ich im Sommer sehr, sehr angenehm zum Auftragen, vor allem wenn man vielleicht mal einen Sonnenbrand hat oder auch leicht ins Schwitzen kommt oder überhaupt die Temperaturen sehr warm sind. Dieses Bodyjoghurt ist nicht vergleichbar so wie Minte mit einer Bodycream. Es ist eine ganz, ganz leichte Textur, zieht wirklich rasch in die Haut ein und hinterlässt ein super angenehmes, durchfeuchtetes Gefühl. Ich finde die Bodyjoghurts richtig toll und da habe ich eben heuer für mich diese Mango-Variante neu entdeckt. Und eine zweite Variante habe ich auch noch, das ist diese British Rose. Die habe ich aber schon etwas länger. Ich muss auch sagen, dass diese Produkte sehr ergiebig sind. Und auch das feiere ich richtig. Also wenn ihr nach einem guten Body Cream, Body Joghurt Ausschau halten wolltet, dann schnuppert mal an diesen Body Joghurts bei der Body Shop. Ich finde die richtig toll. Und das sage ich, obwohl ich eine wirklich cremefaule Person bin und mich nicht täglich einschmiere, weil ich einfach da nicht so einen Wert drauf lege. Ja, und dann habe ich noch zwei Düfte, die mich dieses Jahr sehr viel begleitet haben. Einmal möchte ich euch den neuen Duft zeigen, der mir dieses Jahr richtig gut gefallen hat. Den habe ich mir auch gleichzeitig mit diesem Body Joghurt Mango gekauft. Und zwar, das ist dieser Versace Delight Duft. Ich glaube nicht, dass das ein neuer Duft ist. Ich habe ihn heuer, anfangs meiner YouTube-Zeit, also Mai, Juni, in einer Duftprobe beim Douglas-Paket dabei gehabt. Habe daran auch in einem Video mit euch geschnuppert und habe den Duft so toll gefunden, dass ich ihn mir dann 1-2 Monate später nachgekauft habe und den richtig gefeiert habe. Im Sommer habe ich den wirklich viel verbraucht. Man sieht es jetzt nicht, aber da ist doch schon ein bisschen was weg, obwohl ich sehr sparsam damit umgehe und das war definitiv ein Highlight für mich dieses Jahr. Wobei ich dazu sagen muss, das heißt nicht, dass es immer neue Produkte für mich als Highlight sind. Es kann sein, dass es den Duft schon wesentlich länger gibt. Für mich war er neu und war ein absolutes Highlight für mich, dieser Duft dieses Jahr. Ich habe es richtig toll gefunden und den möchte ich euch gerne zeigen. Und vom Thron wurde jedoch trotzdem nicht mein All-Time-Favorite gestoßen. Und zwar ist das das Job Miss Wild. Es ist einfach mein Lieblingsduft. Das ist jetzt schon die vierte Flasche, die ich angebrochen habe. Ich habe zum Glück noch ein Backup zu Hause.
Es ist ein sehr günstiger Duft, den ich kaufe ihn persönlich immer bei Müller. Da kostet diese kleine Flasche, also 30 Milliliter, 20 Euro, absolut alltagstauglich. Ich trage ihn wirklich sehr gerne, ist das ganze Jahr über und auch schon das Jahr davor mein Favorite gewesen. Ich liebe ihn einfach und die absolute Nummer 1 und wurde auch nicht vom Versace vom Thron geworfen. So, das waren nun meine ganzen Pflege-Highlights, die mir das ganze Jahr über gefallen haben, die eben nichts mit der dekorativen Kosmetik zu tun haben. Nun kommen wir auch schon zu meinen Make-up-Lieblingen dieses Jahr. Ich möchte das so aufbauen, wie ich mich auch schminken würde, damit ich vor allem keine Kategorie vergesse und es wird aber auch Kategorien geben, wo ich einfach keinen Favoriten für mich habe. Legen wir sofort los. Ja, also die erste Kategorie, wir beginnen mit dem Primer. Meine liebsten Primer an erster Stelle und ein paar, die mich schon länger verfolgen, wissen, was jetzt kommen ist, ist der Becca First Light Priming Filter. Den habe ich jetzt hier leider nur mehr in so einer Mini-Variante. Mein großer Flakon ist mir ja in meinem letzten Aufgebraucht leer geworden. Ich habe ihn jetzt noch in dieser Mini-Variante. Ist ein absoluter Liebling für mich. Wenn diese Mini-Variante leer ist, werde ich mir definitiv bei der nächsten Möglichkeit, wo ich shoppen gehe, den definitiv wieder nachkaufen. Es ist ein bisschen ein teurer Primer, aber er versorgt meine Haut richtig gut mit Feuchtigkeit, was mir richtig gut gefällt. Und deswegen ist er ein absolutes Must-Have in meiner Schminksammlung. Und den habe ich auch schon etwas länger. Also das ist kein Primer, den ich 2020 für mich neu entdeckt habe, sondern den habe ich schon etwas länger. Trotzdem ist er einfach auch für mich dieses Jahr einer meiner liebsten und besten Primer. Einen anderen Primer, den ich euch noch gerne zeigen möchte, den habe ich erst dieses Jahr neu entdeckt. Und das ist von Smashbox, dieser Primerizer. Photo Finish Primerizer heißt der. Und wie ihr seht, ich habe den auch schon sehr gut verbraucht. Also da ist wirklich nur mehr eine Hälfte drinnen. Ich habe mir den in einer Mini-Variante gekauft, einfach um ihn mal zu testen. Und ich glaube, es spricht für sich, dass ich glaube, ich habe ihn vor 2-3 Monaten geöffnet. Also ich glaube, es war auch so September, Oktober und seitdem sehr gut verbraucht. Natürlich liegt das auch daran, dass ich ja auch meinen Pigmentfleckentest ja da gemacht habe, wo ich ja auf andere Feuchtigkeitsgeschichten verzichtet habe und versucht habe, es mit Primern auszugleichen. Deswegen hat meine Primersammlung ein bisschen darunter gelitten, unter anderem auch der. Er spendet richtig gut Feuchtigkeit und kann den echt auch sehr empfehlen. Ist gleichwertig wie der Becca Primer. Der Unterschied ist nur, dass ich den Geruch weit weniger mag als den. Ich finde beide vom Geruch her nicht unbedingt ansprechend, aber trotzdem wäre mir der Becca Primer um einiges geruchstechnisch lieber als der Smashbox Primer. Beide funktionieren für mich wirklich toll. Sie kriseln sich nicht von der Haut. Sie schenken mir optimal Feuchtigkeit und das ist das, was für mich am wichtigsten ist. Ich brauche feuchtigkeitsspendende Primer, weil ich eben trockene Haut habe. Und da haben die beiden für mich dieses Jahr den besten Job gemacht. Ja, dann kommen wir auch gleich zu meinen Foundations. Da muss ich sagen, es ist mir schon wesentlich schwerer gefallen. Am Anfang hatte ich so meine 3-4 Foundations in der Hand und dann habe ich mir überlegt, willst du wirklich alle zeigen? Kannst du dich dann nicht ein bisschen entscheiden? Und dann habe ich mich definitiv für 2 Foundations entschieden. Und als erstes möchte ich euch mein Alltime Favorite zeigen. Das ist die Maybelline Dream Setting Liquid Foundation in der Farbe 10 Ivory. Die habe ich euch das Jahr immer wieder in verschiedenen Videos gezeigt. Ihr seht auch, dass sie schon sehr gut verbraucht ist. Ich mag sie richtig gerne. Sie sitzt sehr toll auf meiner Haut, hat eine mittelmäßige Deckkraft, ist für mich eine absolut solide Foundation und hatte ich schon vor dem Jahr 2020, aber trotzdem möchte ich sie auch dieses Jahr mit aufnehmen, weil das einfach eine super tolle Foundation für mich ist. Und ein neuer Favorit, und Leute, die mich schon länger kennen, könnten eventuell vermuten, welcher Favorit sich für mich neu ergeben hat in diesem Jahr. Es ist die Catrice True Skin Foundation. Ich habe sie in der Farbe 030 Neutral Sand. Ich finde die richtig toll. Ich habe auch ein Vergleichsvideo gemacht, solltet ihr das vielleicht noch nicht gesehen haben. Ich verlinke es euch gerne im i.
Die Foundation habe ich richtig toll gefunden. Die habe ich damals verglichen mit der neuen Essence Foundation, die mich nicht so begeistert hat. Aber diese Catrice Foundation hat eben auch so wie die Maybelline eine mittlere bis sogar starke Deckkraft. Die trage ich auch heute. Sie deckt wirklich gut ab. Sie macht ein tolles, ebenmäßiges Bild. Ich habe trockene Haut und sie kriselt sich auch nicht. Und der Farbton passt sich super meiner Haut an. Also da habe ich auch wirklich durch Zufall gleich eine tolle Farbe erwischt. Und ist für mich absolutes Highlight aus dem Jahr 2020. Ja, wenn ich dann mein Make-up fertig aufgetragen hätte, würde ich das Ganze abpudern. Und für unter meine Augenpartie habe ich sehr gerne das Essence Brighten Up Banana Powder benutzt. Ich habe das auch richtig abgerockt schon. Man sieht ja auch, dass es schon wirklich dem Ende zugeht und ich es sehr, sehr gerne benutzt habe. Ist auch ein Produkt, was ich schon länger als 2020 habe und nicht neu entdeckt habe. Jedoch, ich finde es einfach unter den Augen, macht es mir die Haut nicht zu trocken. Ich habe es auch heute benutzt. Ich finde, dass es auch nicht zu sehr aufhält, für das, dass es ein Banana Powder ist. Es ist wirklich sehr, sehr günstig und ist eben von Essence und hat mich dieses Jahr regelmäßig begleitet. Und um mein restliches Gesicht ein bisschen abzupudern, zu setten, habe ich für mich, es war zwar nicht dieses Jahr neu entdeckt, aber ich habe es noch nicht so lange und habe es eigentlich sehr gehütet und sehr wenig benutzt. Das habe ich auch in den einen oder anderen Videos schon mal gesagt. Und wie ich dann selber über das Video nachgedacht habe, was ich da alles so gesagt habe, von wegen, ich spare es mir auf und ich nutze es sehr wenig, es war ja teuer. Mit dem Zeitpunkt, das war ungefähr im Sommer, habe ich dann angefangen, es regelmäßig immer wieder zu benutzen. Und habe damit auch nicht mehr aufgehört bis zum Ende des Jahres. Und zwar die Rede ist von dem Hourglass Lighting Powder in der Farbe Dim Light. Das ist eben dieses hier. Das ist kein typisches, normales Puder. Es hat ganz, ganz leichten Schimmer. Und man sieht es auch, dass ich so einen ganz, ganz leichten Schimmereffekt habe. Nicht sehr stark. Aber es macht dein Gesicht nicht komplett matt, was mir richtig gut gefällt. Ich mag das, wenn ich so einen Glowy Finish habe, das gefällt mir richtig gut. Und das macht dieses Puder eben und man sieht, ich habe jetzt nicht Unmengen verbraucht, aber wie ich in diesem Video dann gesagt habe, ich nutze es nicht so viel, ist mir eigentlich richtig bewusst geworden, dass ich es viel nutzen soll und bis zum Ende des Jahres habe ich es wirklich 3-4 Mal die Woche benutzt, zumindest wenn ich mich geschminkt habe und bin immer noch sehr begeistert von diesem Puder. Und kann es euch ins Herz legen, wenn ihr gerne so Glowy Finishes bevorzugt und nicht komplett abmattiert sein möchtet. Natürlich ist das Geschmackssache, das mag nicht dann jeder, aber mir hat das Puder richtig gut gefallen und deswegen darf es auch in die Jahresfavoriten. Ja, wenn ich dann mit Puder fertig bin, dann würde ich meine Augenbrauen machen. Auch die habe ich heute mit einem Stift gemacht, den ich richtig feiere. Und zwar, das ist von Maybelline. Der Total Temptation Augenbrauenstift in der Farbe Soft Brown. Den habe ich auch schon länger als nur dieses Jahr. Und wie man sehen kann, ich habe ihn jetzt komplett rausgedreht. Er wird sich wahrscheinlich auch 2021 das erste Mal leeren. Und das ist für mich mit Augenbrauenprodukten wirklich eine Sensation, weil ich normalerweise, wenn wir keinen Lockdown haben und nicht die Grenzen geschlossen sind, eigentlich immer zu Kosmetik gehe, mir dort die Augenbrauen färben lasse und somit, ich sag mal, vielleicht 1-2 Mal im Monat zu einem Augenbrauenprodukt greife. Und dadurch, dass das ja die letzten Wochen und Monate nicht möglich war, habe ich dann immer gerne diesen Augenbrauenstift benutzt und den auch wirklich tagtäglich benutzt. Er ist sehr leicht im Auftrag. Wie gesagt, ich habe euch die Spitze ja schon gezeigt. Was mir auch gut gefällt, er hat gleich hinten auch so ein Spoolie. Ich feiere den richtig und ich komme mit dem richtig gut klar und habe mir auch eben heute die Augenbrauen damit gemacht. Ist für mich ein absoluter, solider Augenbrauenstift, nicht allzu teuer und kann man sehr gut in der Drogerie erwerben und gefällt mir recht gut. Um etwas Teureres auch aufzunehmen, weil
auch die Marke für seine Augenbrauenprodukte ja bekannt ist und ich die auch sehr gut finde, habe ich stellvertretend das Carbrow noch, was ich euch gerne zeigen möchte. Das ist ja so eine Augenbrauenpomade. Wie ihr seht, die ist gut verbraucht, aber ich glaube, die werde ich noch 2-3 Jahre besitzen. Ich habe es in der Farbe 3,5. Ja, das ist die 3,5, also so ein mittleres Braun. Aber ihr kennt mich ja schon ein bisschen. Ich mag es, wenn meine Augenbrauen ein bisschen dünkler sind als meine Haare. Jetzt momentan trifft das ja nicht so zu. Aber normalerweise habe ich ja mehr blonde Strähnen. Dann sind ja meine Augenbrauen doch eine Spur dünkler als meine restlichen Haare, was mich ja überhaupt nicht stört. Und da nutze ich sie auch richtig gerne. Und das ist eben die Augenbrauenpomade von Benefit. Eben das Carbrow, stellvertretend für sämtliche Benefit-Produkte. Was Augenbrauen angeht, sind das wirklich tolle Produkte, das kann ich nur bestätigen. Und das ist so einer meiner Liebsten. Und auch praktisch ist, dass man auch gleichzeitig einen Pinsel für den Auftrag dabei hat. Also das ist super zum Mitnehmen, man hat eigentlich alles dabei. Ein Spoolie fehlt, okay, das habe ich bei meinem Augenbrauenstift jetzt. Aber es ist eine Pomade und ich finde die richtig toll. Ja, der ein oder andere wundert sich jetzt vielleicht, dass ich eigentlich, bevor wir über das Puder gesprochen haben, gar nicht über Concealer gesprochen habe. Ich habe keinen liebsten Concealer dieses Jahr. Ich nutze Concealer wirklich nicht regelmäßig. Ich habe zwar 3-4 in Verwendung, kann aber nicht sagen, dass mich einer so 100% überzeugt, den ich euch gerne weiterempfehlen möchte. Und deswegen gibt es den in meinen Jahresfavoriten nicht. Dann kommen wir auch schon zu meinen Augen. Auch den Look habe ich aus meinen Favoriten geschminkt. Da muss ich wirklich sagen, bin ich lange vor meiner Sammlung gestanden und habe überlegt, welche Paletten haben mich dieses Jahr wirklich überzeugt. Vor allem auch, welche neuen Paletten habe ich mir zugelegt, welche haben mir gefallen. Und ich beziehe das eigentlich auf Sachen, die ich nicht erst zum Beispiel im Dezember kennengelernt habe, sondern die ich vielleicht auch schon im April, Mai, Juni kennengelernt habe und auch jetzt noch gut finde. So Sachen, die ich im Dezember gut finde, die werdet ihr sicher vielleicht noch in einem Monatsfavoriten-Video im Februar, März sehen oder vielleicht dann nächstes Jahr einen Jahresfavoriten. Aber Jahresfavoriten sollten schon bei mir Produkte sein, die ich mindestens 2-3 Monate testen konnte. Und bei Lidschatten habe ich mir da richtig schwer getan, bin dann lange in mich gegangen, habe mich für 3 Paletten entschieden. Unter anderem habe ich mich dafür entschieden, in meine Jahresfavoriten aufzunehmen, die Miss Lean Love It Eyeshadow I Got It From My Mama Palette. Die hat es sogar mal in meine Monatsfavoriten geschafft. Ich gebe nur schnell den Pinsel raus, weil den nutze ich hier nicht. Das ist diese Palette hier. Das sind ganz neutrale Farben, die mich aber in einem Monat richtig begeistert haben und ich ständig benutzt habe und seitdem auch ständig wieder zu dieser Palette greife, weil es eben sehr neutrale Farben sind und dieses Blau trotzdem irgendwie ein Hingucker ist und ich habe es auch heute benutzt. Ich habe damit meinen Innenwinkel gemacht und dann noch einen Topper drauf gesetzt. Auch das Braun habe ich hinten genommen zum Vertiefen. Eine richtig tolle Palette, vor allem auch eine alltagstaugliche Palette. Ich finde überhaupt, Produkte von Miss Lean sind teilweise sehr unterschätzt. Man sieht sie sehr wenig und hier auf YouTube so gut wie gar nicht. Ich finde die Palette wirklich nicht schlecht und deswegen hat sie es auch in meine Jahresfavoriten geschafft. Eine zweite Palette, die mir viel Freude bereitet hat, vor allem im Sommer, war die Essence Wanna Be My Honey Palette. Die habe ich auch richtig gefeiert. Ich fand diese Farben richtig toll und ich habe heute auch mit diesem gelblichen Ton sozusagen in meiner Lidfalte gearbeitet. Mir gefällt das richtig gut. Ich kann damit einen schönen Sommerlook machen, eben nur in dieses Gelb gehen. Ich kann einen tollen Herbstlook machen, indem ich dann mit etwas Braun darüber gehe. Mir hat diese Palette richtig gut gefallen. Auch die Schimmertöne funktionieren für mich sehr gut. Die habe ich mir heute auch ein bisschen aufgesetzt. Ich weiß, dass diese Palette umstritten ist, aber für mich hat sie es deswegen in die Jahresfavoriten geschafft, weil ich finde, dass sie echt mal was Außergewöhnliches ist. Diese Farben
hat man nicht in jeder Palette. Sie ist Preis-Leistung richtig toll, meiner Meinung nach. Sie spricht mich einfach an, sie hat mal etwas anderes, was nicht jede Palette hat. Auch diese Pfännchenanordnung finde ich richtig gelungen. Schade finde ich nur, dass sie keinen Spiegel hat. Aber das ist für mich meckern auf hohem Niveau. Und das war eine Palette, die ich neu erworben habe und die mich immer noch richtig begeistert. Ja, und die letzte Palette, die keine richtige Palette ist oder eine sehr, sehr mickrige Palette, ist die 5 in a Box von Catrice. Da habe ich mir ja zwei Varianten gekauft. Das ist die Variante Warm Spicy Look, also die 030. Ich habe mir auch diese rosane Variante zugelegt. Die habe ich aber erst einmal benutzt, muss ich ehrlich zugeben. Und die hatte ich seitdem ständig in Benutzung. Auch heute habe ich mir wieder diesen braunen Ton dann über den gelben von der Honey Palette gegeben. Das ist so eine richtige Alltagspalette. Ich glaube auch, ich kann es nicht beurteilen, aber viele sagen, es ist so ein Mini-Tube von dieser Natasha Denona Paletten, die ja vom Design her genauso ausschauen. Mir gefallen diese Paletten richtig gut und deswegen schafft sie es auch in die Jahresfavoriten, weil es Farben sind, die alltäglich sind, was jeder tragen kann und die ich auch sehr gerne trage. Und deswegen hat es diese kleine Mini-Palette auch in die Jahresfavoriten geschafft. Ja, und dann kommen wir zu meinen Sorgenkategorien, würde ich es nennen, im Jahr 2020. Warum auch immer war ich sehr gehypt, was Blush, Bronzer und Highlighter angeht. Da habe ich dieses Jahr kräftig zugeschlagen und auch bei meinem Aussortieren, welches Produkt ich euch gerne in meinen Jahresfavoriten zeigen möchte, ist mir die Auswahl richtig schwer gefallen. Ich habe, glaube ich, für Blush, Bronzer und Highlight glaube ich, alleine 15 bis 20 Minuten gebraucht, bis ich mich entscheiden konnte, welche haben mich wirklich hundertprozentig überzeugt, welche muss ich euch unbedingt zeigen, welche lasst du mal weg. Ich glaube, am liebsten hätte ich euch 10 Blush, 10 Highlighter und 5 Bronzer gezeigt. Habe mich dann versucht zu besinnen, dass ich euch nicht zu viele zeige und echt für mich die besten rausfische. Und da fangen wir mal mit Blush an. Eine der süßesten Paletten, die ich heuer neu für mich entdeckt habe, ist eine von BH Cosmetic. Und die haben auch schon sehr viele und auch ich habe sie. Und das ist die Vanilla Cream Trüffelpalette. Also ich habe es jetzt in dieser Variante. Die hat es, glaube ich, in 3, 4 verschiedenen Varianten gegeben. Das ist eben so eine Mini-Blush-Palette mit richtig tollen Farben. Die hat mir auch beim Shoppen schon sehr gut gefallen. Ich habe sie hier auf YouTube sehr oft gesehen und benutze seitdem sehr gerne. Ich mag auch, dass sie so einen angenehmen Geruch hat. Ist eine tolle Palette und hat mich 2020 richtig begeistert. Ein weiteres Produkt, über das ich in meinen ersten Anfangs-YouTube-Videos, ich glaube, 5 Videos hintereinander gesprochen habe und sie immer wieder benutzt habe, immer wieder euch vorgestellt habe, also alle, die mich seit Anfang an verfolgen, sollten wissen, welchen Blush ich jetzt mal wieder herzauber und dass der in den Jahresfavoriten gelandet ist, ist wirklich kein Wunder. Die Rede ist von meinen heißgeliebten Too Faced Blushes. Da hatte ich ja begonnen mit diesem hier. Das ist die Variante Apricot in the Act, wie oft ich das schon in die Kamera gehalten habe und gesagt habe. Eines meiner liebsten Blushes dieses Jahr. Das Packaging hat mich so angesprochen. Das war, glaube ich, so eine Sonderedition, eben mit diesem Pfirsichen. Und innen sieht es so aus. Ein Blush mit einem Grobglitzer-Highlighter, einen Spiegel, wo so ein süßer Pfirsich oben ist. Eine richtig tolle Palette. Ich habe so geschwärmt für diese Palette und tue es heute noch. Ich liebe sie wirklich sehr. Und damals war ich ja so hellauf begeistert, dass ich dann mir einen Monat später oder so noch eine zweite Variante bestellt habe, und zwar die Strawberry. Auch dasselbe Packaging, innen auch so eine süße Erdbeere und eben ein rosaner mit einem rosanen Grobglitzer. Ich mische die meistens, weil ich den eigentlich so am schönsten finde. Ich trage auch heute den Apricot in the Act. Den habe ich mir auch heute aufgetragen.
Also das sind zwei Blushes. Ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich. Eben einmal eher eine orangene Variante, dieses Apricot in the Act und einmal dieses Strawberry. Beide sind absolute Jahresfavoriten, verdiente Jahresfavoriten. Wochenlang habe ich sie euch in die Kamera gehalten und absolute Liebe, diese zwei Produkte. Ja, und ein dritter Blush hat mich auch noch sehr begeistert und den möchte ich euch gerne auch noch zeigen. Und zwar, das ist, Moment, ich muss ihn erst herholen, einer auch aus der Drogerie, und zwar von L'Oreal, der Million Dollar Baby. Das ist dieser, ohne Spiegel, ohne irgendwas. Das Packaging finde ich ein bisschen billig gemacht. Der Duft ist, finde ich, richtig gut und auch diese eingestanzte Melone finde ich richtig süß. Ein toller Sommerblush, hat mir richtig gut gefallen. War ich froh, dass ich mir den heuer in meine Sammlung aufgenommen habe. Richtig, richtig toll. Und auch ein verdienter Jahresfavorit von mir. Ja, auch die nächste Kategorie ist mir nicht unbedingt leichter gefallen. Das waren die Bronzer. Da bin ich auch gefühlt 5 Minuten vor meiner Sammlung gestanden und hatte schon 4, 5 in der Hand. Dann habe ich wieder einen weggelegt, dann habe ich wieder 5 dazugenommen. Ich war ein bisschen überfordert, was ich euch zeigen soll. Und dann bin ich wieder in mich gegangen und habe überlegt, welcher mich wirklich hundertprozentig überzeugt. Hundertprozentig überzeugt hat mich von Physical Formulas der Butter Bronzer. Alleine vom Duft her und vom Packaging finde ich diesen Bronzer richtig toll. Er lässt sich super toll aufbauen, ist sehr cremig. Also es ist schon ein Puderprodukt, aber er wirkt cremiger als manche anderen. Ich habe ihn in der Farbe Sunkissed Bronze. Da gibt es auch verschiedene Farben. Ich finde das Packaging jetzt nicht extrem hochwertig, aber den Auftrag richtig toll und ein absoluter Favorit von mir. Und dann habe ich noch 3 Bronzer, die ich für mich dieses Jahr echt neu entdeckt habe. Den ersten habe ich gleichzeitig mit meinen Too Faced Blushes für mich neu entdeckt. Und zwar, das war mein erstes Produkt von NARS. Das ist der Laguna Matte Bronzer. Alleine das Packaging, da war ich schon Feuer und Flamme, wie ich den damals im Frühling mir gegönnt habe. Und innen sieht der ganze Bronzer so aus. Den trage ich auch heute. Also das ist der Bronzer, den ich heute oben habe. Man sieht, er ist eigentlich noch komplett voll. Er ist sehr, sehr stark pigmentiert. Man muss wirklich mit einer leichten Hand hineingehen. Ich bin leider Gottes schon 3, 4 Mal so richtig fest hineingegangen. Man kann ihn super toll ausblenden, aber es kostet einen einfach dann sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, da kann man wirklich mit einer ganz soften Hand hineingehen, weil man sofort ein Ergebnis sieht. Man braucht ihn nicht aufbauen, der ist sofort da. Ein absolutes Highlight von mir dieses Jahr. Dieser Bronzer hat mir richtig gut gefallen. Ja, war auch mein erstes NARS-Produkt und da war ich richtig happy und bin es bis heute. Ja, und 2 weitere Bronzer, die auch noch erwähnenswert sind, ist einmal der Aloha Bronzer. Der hat es auch mal in meine Monatsfavoriten geschafft. Das war ein Bronzer aus der Glossy Box im Sommer. Das ist auch mein einziges Produkt, wo ich mir die Umverpackung, weil ich sie so schön fand, aufgehoben habe. Und das ist der Bronzer Gift dem Lala Beauty in der Farbe Ibiza. Und wie ich den schon bekommen habe, habe ich den schon richtig gerockt. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Man sieht es in der Kamera gar nicht so stark, aber den habe ich den Sommer über die ganze Zeit benutzt, weil ich den richtig toll fand. Also das ist auch schon einiges am Produkt weg, was wirklich für ihn spricht. Ein richtig toller Bronzer. Und hat es deswegen auch in die Jahresfavoriten geschafft, obwohl ich die Marke eigentlich so gar nicht kannte. Ja, und den letzten Bronzer, den ich gerne erwähnen möchte, der mich so nach dem Sommer dann begeistert hat und ich an den nie gekommen wäre oder auch vielleicht nie probiert hätte, hätte ich nicht ein tolles Tauschpaket mit der lieben Heike gehabt. Das war im September, Oktober ungefähr, bin mir nicht ganz sicher. Und da habe ich den La Haye Wild Savannah Bronzer von ihr zugeschickt bekommen. Und den habe ich auch richtig toll gefeiert. Der hat zwar keinen Spiegel,
aber ist auch wieder ein sehr, sehr dunkler Bronzer. Sofort da, wenn man ihn aufträgt. Ich finde ihn richtig toll, mir hat er richtig gut gefallen. Da hat sie mir ein tolles Schätzchen zukommen lassen. Nochmal vielen, vielen lieben Dank, solltest du dieses Video sehen. Den feiere ich bis jetzt wirklich sehr, sehr und wird auch sicher 2021 mich weiterhin tatkräftig unterstützen und ist definitiv bei meinen Jahresfavoriten dabei. Ja, und dann kommen wir auch schon zu meinen Highlightern. Da bin ich kurzzeitig eskaliert und hatte auch schon wieder so 5, 6 in der Hand. Und dann bin ich in mich gegangen und habe überlegt, Stefanie, welche Highlighter hast du wirklich häufig benutzt? Und da waren es dann doch nur 2. Eines, was ich neu entdeckt habe für mich, erst auch so im September, Oktober, von Catrice, der Morning Glow Highlighter. Ich habe ihn in der Farbe 010 Ultimate Plating Glaze. Das ist, wenn ich ihn aufbekomme, dieser schöne Highlighter hier. Also ich habe gemerkt dieses Jahr, dass mich diese goldschimmernden Highlighter wesentlich mehr ansprechen oder auch sehr natürlich gehaltene Highlighter gefallen mir auch sehr gut. Das ist auf jeden Fall so ein goldschimmernder, ein richtig toller Highlighter und den feiere ich richtig. Und eine zweite absolute Liebe, aber keine neue Entdeckung für mich 2020. Und an dem kann ich nicht vorbei und den werde ich mir auch definitiv, sollte er mal leer werden, nachkaufen. Das ist der Opal von Becker. Da sieht man auch sehr gut schon, dass ich da schon einiges verbraucht habe. Absolute Liebe, Liebe, Liebe. Mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Ein tippitoppi Highlighter. Man braucht nur ganz wenig, man ditcht ganz leicht hinein und hat sofort ein Strahlen bis zum Mond. Richtig toll. Ja, und dann habe ich noch so ein paar Gesichtspaletten, wo ich auch immer unterschiedlicher Meinung war. Und da habe ich mir jetzt 2 rausgesucht, die mir richtig gut gefallen. Eine Palette, die ich euch, glaube ich, heuer, ich weiß nicht, ob ich es mal in einem Video erwähnt habe, wenn nicht, ist es jetzt auf jeden Fall Zeit dafür. Und zwar eine sehr günstige Palette von Essence, die Hey Cheeks Palette. Das ist Blush, Bronzer und Highlighter Palette in einem. Hat einen so einen länglichen Spiegel und hat diese Töne hier. Also man hat einen schimmernden Bronzer, einen matten Bronzer, 3 Blush und einen Highlighter-Ton. Egal in welchen, dieses Produkt habe ich auch schon, glaube ich, seit 2019 oder so. Aber wenn ich jetzt auf Urlaub war oder so, dann habe ich mir lediglich diese Palette eingepackt. Du hast alles dabei und brauchst nicht 5 verschiedene Produkte einpacken. Eine richtig tolle Palette und sollte dir an die noch rankommen. Ich bilde mir ein, im Sommer habe ich sie noch gesehen. Das letzte Mal beim DM ist sie mir nicht aufgefallen. Da ist auf jeden Fall ein Blick darauf, ist allemal wert. Also es ist eben diese Hey Cheeks Palette. Ich finde sie richtig cool. Und eine neue Palette, die bei mir heuer eingezogen ist, erst vor kurzem, ist diese Bare Minerals Palette. Die habe ich im November noch neu für mich entdeckt. Das ist ein Bronzer und 2 Highlighter. Einmal Pink Moonstone Highlighter und Rose Quartz Highlighter und Glisting Topaz Bronzer. Eine tolle Palette mit Spiegel. Und diese Palette sieht innen so aus. 2 richtig tolle Highlighter, die trage ich auch heute. Die haben einen sehr soften Highlighting-Effekt, was mir bei manchen stärkeren Looks, so wie heute, absolut reicht. Da braucht nicht mehr da sein, das reicht mir absolut. Und der Bronzer ist eigentlich ein sehr zarter Bronzer, den muss man aufbauen oder man nutzt ihn so wie ich heute. Ich habe ihn heute als Topper über diesen Laguna Bronzer gegeben. Eine richtig tolle, softe Palette und auch Bare Minerals habe ich für mich dieses Jahr echt neu entdeckt. Bin gespannt, ob ich 2021 da vielleicht noch 1, 2 weitere Produkte mal austeste. Ja, wenn ich das erledigt habe, so mein ganzes Gesicht und wir ja eh schon Ewigkeiten sprechen, würde ich mein Gesicht dann setten mit einem Fixing Spray.
Da habe ich meinen Alltime Favorite mitgebracht. Und zwar, das ist das Dream Setting Mist von Maybelline. Muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß gar nicht, ob es es noch gibt. Ich habe es in der Theke locker schon ein halbes Jahr nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob es es noch im Internet gibt. Ich hoffe es, weil es für mich absolute Liebe ist. Genauso, und das gab es noch und habe ich mir heuer auch nachgekauft, ist dieses Catrice Hydrating Prime and Care Spray. Das habe ich aber jetzt noch nicht aufgemacht. Ich zeige es euch nur, weil ich das nicht möchte, dass zu viele Produkte offen sind. Da habe ich mir ja schon zwei Backups nachgekauft. Ich wollte es euch einfach zeigen. Refreshes the Skin, Aloe Vera, Matcha Tee und Panthenol. Habe ich so toll gefunden, dass ich mir gleich zwei Backups nachgekauft habe. Das gibt es auch in der roten Variante. Bin aber jetzt trotzdem bei dieser türkisblauen geblieben. Auch absolute Liebe für mich. Und neu habe ich entdeckt für mich heuer von Pixi das Make-up Fixing Mist mit Rosewater und grünen Tee. Das habe ich eine Zeit lang sehr benutzt. Das sieht man auch, ich habe schon einiges versprüht. Aber ich wechsle da regelmäßig und habe ja da auch 3, 4 verschiedene offen. Aber das war auf jeden Fall eine Neuentdeckung, die mich positiv überrascht hat, die richtig toll ist. Und Pixi-Produkte mag ich allgemein sehr gern. Und dieses Fixing Spray hat mir richtig gut gefallen. Das Einzige, worauf man aufpassen muss, ist mir heute passiert. Ich habe es heute auch benutzt. Man darf es nicht zu nah halten, weil es wirklich einen starken Sprühnebel hat. Das ist ab und zu doch ein bisschen störend, aber ich mag den Geruch und das Finish und so richtig gerne und deswegen ist auch das ein neuer Favorit des Jahres für mich geworden. Ja, und dann haben wir nur mehr zwei Kategorien, einmal meine Wimpern und einmal meine Lippen. Da habe ich nicht so viel herum experimentiert. Für meine Wimpern habe ich zwei Mascaren für mich heuer neu entdeckt. Einmal die La Roche-Posay Mascara, die finde ich richtig gut. Die habe ich, glaube ich, irgendwann mal in der My Little Box oder so gehabt, dann geöffnet und seitdem wirklich lieben gelernt. Finde ich eine richtig tolle Mascara. Ich habe leider viele Mascaras jetzt im Backup. Ich weiß nicht, ob ich sie mir nachkaufen würde, aber es ist definitiv eine, zu die ich die letzten 4, 5 Monate immer wieder mal gegriffen habe. Genauso wie zu der Bad Girl Bang Mascara von Benefit, die hatte ich auch in einer Mini-Variante, glaube ich, damals bei diesem Aloha Bronzer dabei, die mich ja auch sehr überrascht haben, beide, weil ich normalerweise auf diese Silikonbürstchen nicht so stehe und beide dieser Mascara ein Silikonbürstchen haben, also sowohl die La Roche-Posay als auch die Benefit Mascara. Und dass die ersten beiden Mascaren sind, die mir mit diesen Gummibürstchen richtig gut gefallen. Ja, und bei den Lippen muss ich ehrlich sagen, ich bin ja eigentlich ein Lippenstift, Liquid Lipstick Fan, aber durch das große C heuer ist auch das bei mir ein bisschen zurückgegangen und ich habe mich sehr wenig durchgetestet, auch sehr selten Lippenstifte getragen, wenn natürlich Liquid Lipsticks, aber ja, wenn wir das vielleicht an beiden Händen einmal abzählen können, war es viel. Ich habe mich da auch sehr zurückgehalten. Und das Einzige, was für mich heuer ab und an in Frage gekommen ist, waren die Maybelline Superstay Matte Ink Lippenstifte. Da hatte ich schon zwei Farben, die ich richtig toll finde. Einmal ist es diese Farbe hier, das ist die Nummer 15 Lover. Und einmal diese Farbe hier, die Nummer 80 Ruler. Das sind sehr ähnliche Farben. Einmal ein eher brombeeriges Rosa und einmal ein bisschen etwas helleres. Und neu entdeckt habe ich dann im Herbst für mich dieses schöne Braun, was ich auch heute trage. Es ist normalerweise ein bisschen stärker, aber mir war das heute zu stark. Deswegen habe ich es einfach mit einem durchsichtigen Lipgloss ein bisschen heller gemacht. Und haltet genauso gut. Und das ist die Farbe 270 Cocoa Connoisseur. Das ist eben ein sehr dunkles Braun. Ich dachte, dass das eher etwas heller ist. Ist aber, wie gesagt, sehr dunkel. Kann man aber, so wie man bei mir heute sieht, einfach mit einem farbigen Lipgloss ein bisschen heller machen. Trage ich, wie gesagt, auch heute. Und das waren die einzigen Lippenprodukte, die mich dieses Jahr
begeistert haben und eben vor allem auch diese neue Farbe, die ich mir zugelegt habe. Ja, aber es waren halt leider viele Lippenstifte, die mich interessiert hätten, die man aber in diesem Jahr kaum getragen hätte. Und dann greift man natürlich weniger zu solchen Produkten, deswegen bin ich anscheinend auch mehr auf Bronzer und Blush zugestürmt und habe mich dort mehr umgesehen. Mich würde interessieren, wo ihr dieses Jahr am meisten zugeschlagen habt. Habt ihr auch so wie ich bei Bronzer und Blush euch dafür dann 5 neue Bronzer zugelegt oder habt ihr euch vielleicht dafür Fixing Sprays an Unmengen gekauft? Schreibt mir das mal sehr gerne. Mich würde interessieren, wo ihr dieses Jahr wirklich zugeschlagen habt. Habt ihr überhaupt zugeschlagen oder habt ihr von allen Produkten vielleicht nur eines dieses Jahr gekauft? Habt ihr vielleicht gar nichts gekauft und sagt, nein, ich habe so viele Produkte zu Hause, ich brauche mal alles auf? Das würde mich interessieren. Schreibt mir das richtig gerne mal in die Kommentare. Das finde ich echt spannend. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Like riesig freuen. Ich hoffe, es war euch nicht zu lang und wenn es so ist, dann danke, dass ihr noch dran geblieben seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich hier gratis abonniert. Also ihr könnt mir gerne ein gratis Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Bleibt gesund, macht's gut. Bis bald. Tschüss, Baba.